Liebe Pokémon-Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Gold. Ja, wir stehen kurz vor der Pokémon-Liga und sind natürlich auch dabei, wieder alle Pokémon zu trainieren. Das haben wir in der letzten Folge gemacht. Alle sind Level 50 und nun sind nur noch wenige Schritte bis zum Indigo-Plateau. Und holen uns jetzt erstmal diese Eisbeere hier aus diesem Obstbaum und kämpfen natürlich auch mal nett mit den nächsten Trainern weiter. Ja, das muss man auch natürlich so sagen. Und ja, wir stehen kurz vor der Pokémon-Liga, wie schon gesagt. Alle 8 Orden sind ja schon längst bei uns in der Tasche. Und nun geht es natürlich hier weiter, um selbstverständlich uns auf die Pokémon-Liga vorzubereiten. Das tun wir natürlich fein. Jetzt habe ich mich verdrückt. Mir ein Pikachu und Elektro-Attacke einzusetzen, das ist eigentlich ein Riesenfehler. Denn es überlebt. Das dann anders. Ja. Wollte eigentlich direkt Surfer einsetzen, hab's aber nicht getan. Schade. Ja, jetzt sind wir was noch von Turtok. Ach du Jemini. Ein Turtok, guck mal. Level 32, Unterentwicklung. Ne? So kann man das ungefähr auch sehen. Ja. Denn Shillock entwickelt sich zu Turtok erst auf Level 36. Also echt eigenartig, muss man dazu natürlich auch noch sagen. Aber naja, was soll's. Es ist immer eigenartig. So, weiter geht's. Schön, der nächste Trainer. Wenn du harte Kämpfe bestreitest, wirst du stärker. Ist eigentlich ganz normal. So. Sazelia, hui. Ja. Sehen wir auch mal wieder, dass wir das falsche Pokémon vorne haben, aber mal gucken, ob das klappt. Ah ja, es geht. Na. Nicht gut. Na, doch. So, Sazenia besiegt. Das ist auch eine gute Sache. Jetzt kommt ein Flamara, es geht etwas leichter. Ne? So sieht man das auch. Einmal Surfer und dann ist es auch weg. So einfach kann das natürlich auch gehen. Ne? Die Pokémon-Freunde. So, Kingler. Ja, guck mal, ein Kingler. Weiterentwicklung von Krabby. Haben wir ja auch noch nie richtig gesehen. Das erste Mal ein Kingler. Wenn ich mich recht erinnere. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, aber wer weiß. So. Kurz vor Level 51 steht Lanturn. Ein paar Trainer haben wir noch. Ja. Ich glaube sogar noch zwei. Den und den da oben. Ja, so kann man das sehen. Ich treffe die letzten Vorbereitungen für die Pokémon-Liga. Ja, mach das mal. Fred setzt Parasect ein. Oh, ja, Weiterentwicklung von Paras. Kennen wir natürlich auch. Immer die falschen Pokémon habe ich vorne, aber naja, was soll's. Dann wird man stärker, kann man so sagen. Steigt. Müssen uns keine Sorgen machen. War das normal effektiv oder nicht effektiv? Ne, nicht effektiv. Achso, ich habe mich dann wohl anscheinend verhört. Enteron. Enteron Level 35, ich weiß gar nicht, wann sich Enteron entwickelt, aber naja, muss man auch selbst sehen. So. Zack, 51. Oh, Angriff und Verteidigung auf 100. Muss man nochmal gescheiter nochmal drauf gucken. Gucken wir nochmal.
Ja, Angriff und Verteidigung genau auf 100. Respekt an meinen Landhorn. Ja. Ja, letzte Trainerin, die durchqueren wir gleich. Wir haben noch hier ein Item. Ein Top-Elixier. Dann gehen wir schnell wieder zurück. So, und mal die letzte Trainerin. Die letzte Trainerin, ja, nicht ganz, aber es ist halt die letzte Trainerin, die wir sehen, bevor es natürlich mit der Pokémon-Liga losgeht. So viel kann man dazu natürlich auch schon sagen. Galoppa, nicht schlecht. Muss man halt auch so sehen. So. Aber für Landhorn gefundenes Fressen. So, besiegt der. Darf nicht mal eine Tankstelle, die hieß so? Naja, so. Nur Trainer, die sich würdig, die sich als würdig erweisen haben. Du hast 8 Orden von Johto. Geh bitte weiter. Ja. So. Wir sind durch quasi. Hier geht's zum Silberberg. Dieser Weg führt zum Silberberg. Wir werden ängstlich starke Pokémon begegnen. Nicht schlimm. Das ist auf dem Weg zur Pokémon-Liga, nicht wahr? Die Top 4 sind so stark, dass sie erwarten dich. Ja, und jetzt. Ja, sind wir hier in der Siegelstraße, die natürlich auch sich sehr verändert im Gegenzug zum letzten Mal. Sehr, sehr anders ist die Siegelstraße geworden. Deswegen machen wir auch wieder hier die Pokémon im wilden Zustand wieder schneller, damit wir natürlich heute auch etwas schneller durchkommen, selbstverständlich. Finden auch hier wieder großartige Items und auch großartige Pokémon. Top-Leber, Top-Elixier, also hier gibt es auch wirklich Sachen, die man auch gut für die Pokémon-Liga brauchen kann. Ja, also tolle Sachen. Und hier kommen auch immer viel Pokémon, merke ich gerade. Selbst wenn man im normalen Schrittgang läuft. Ja, jetzt frage ich mich auch, warum ich mein Garados Stärke beigebracht habe. Ich bis jetzt nicht einen Stein, wollte ich schon sagen, hier bewege. Ja. So, was haben wir jetzt hier? Ein X-Spezial. Guck mal. Der Sachen, die man verkaufen kann. Geht's auch nicht mehr weiter. So, dann können wir mal hier lang gehen. Erwischen wieder einen Georock und upsala, Georock hat sich selbst umgebracht. Jetzt dann natürlich mal schnell natürlich einen Hypertrank ein. Dafür haben wir ja das alles. So. Nein! Wir sind schon am Ende! Das gibt's doch nicht! Naja, Moment. Wirst du das Pokémon-Liga-Abenteuer bestreiten? Bring mich nicht zum Lachen. Du bist viel schwächer als ich. Ich bin nicht mehr so wie früher. Nun habe ich die besten und stärksten Pokémon. Ich bin unschlagbar. Buddy, ich fordere dich heraus. Na dann, schauen wir mal, ob er besser geworden ist oder nicht. So, 6 Pokémon gegen 5. Sneebel kommt als erstes zum Einsatz. Haben Landhorn vorne. Und dann können wir das mal schnell machen. Normal effektiv Level 34 gegen Level 51. Also das nennt man nicht stark, das nennt man Levelunterschied. Aber was soll's. So. Als nächstes kommt Magneton. Da werden wir natürlich Tornupto einsetzen. Muss natürlich auch sein. Auch Level 34. Und wir machen direkt sofort Flammenrad. So, damit ist Magnetilo auch besiegt.
Impergator. Und das machen wir mit Amphi. Ich muss mal einfach aus hier unten. Auch Level 50. Selbstverständlich. Jawohl. Und machen einen Donnerschlag und weg müsste es sein, weil es sehr effektiv ist. Ja. Wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn es überleben würde. Tut's aber nicht. Ja. Gold und Silber ist es noch grün, aber in Kristall ist es blau. Naja, so, jetzt kommt Apollo. Apollo ist was anderes, das ist die Rakete, Apollo 13, kennen sie alle. Apollo, Level 35. Und jetzt machen wir Ziehstrahl. Wohl das Sinnvollste und Einfachste, was wir hier nun machen können. So, jetzt kommt noch Golbat. Das machen wir dann mit Taubos. Ja, Level 36. Naja. Ja, habe ich nicht geheilt, habe ich bemerkt. Hätte ich noch vorher heilen sollen. Naja. Kung Fu Strahl. Sieht nicht gut aus. Versuchen wir es nochmal. Jawohl. Somit ist Golbat auch besiegt. Auch Taubos kriegt etwas. Und das letzte Pokémon ist Kadabra. Und da wechseln wir auf. Ja, machen wir mal wieder Tornupto. Anfangs-Pokémon. Mein Anfangs-Pokémon. Was natürlich auch sehr großartig ist. Und machen wir mal Schaufler. So. Müsste eigentlich alles gewesen sein. Ist es auch. Auch Kadabra ist futsch. Und somit habe ich gegen den Rivalen gewonnen. Wieder einmal. Ich konnte nicht gewinnen. Ich habe alles ihm alles gegeben. Was besitzt du? Was mir fehlt. Langsam begreife ich, was der Drachenmeister zu mir sagte. Tja. Ich habe nicht aufgegeben, der weltbeste Trainer zu werden. Ich werde herausfinden, warum ich nicht gewinnen kann, und dann werde ich stärker. Wenn ich soweit bin, fordere ich dich heraus. Dann werde ich dir die Leviten lesen. Bleib bis dahin dabei. Tja, ne? So kann man das sehen. So. Hälfte der Zeit jetzt erstmal geschafft, derweil bleiben wir noch ein bisschen hier, leveln vielleicht sogar noch als Geheimwaffe für die Top 4. Oder gehen wir einfach mal hier ein bisschen durch, suchen ein bisschen raus. TM26, was haben wir denn da so Feines? Das müsste, glaube ich, Erdbeben sein, ne? Tatsache, Erdbeben! Wer kann es lernen? Nur Tornupto. Naja, es kann ja schon Schaufler, das reicht ja auch. Als Bodenattacke. Und wir machen jetzt mal einfach mal hier ein bisschen. Weil ich finde, dass das eigentlich. Ein Ursaring. Ach du Jemini. Ein Ursaring. Guck mal, da sehen wir direkt schon sofort ein Willis Ursaring. Das. Der Kreis in der Mitte bedeutet nicht, dass wir es da treffen müssen. Ah. Zwei Treffer erlitten. Sollen wir einfach nur hoffen, dass es fangbar ist. Ein Ursaring. Leider nicht. Macht nochmal Kratzfurie. Machen wir es dann mit dem Hyperball. Na, auch nicht. Verdammt. So, jetzt schläft es gleich ein. Erholung macht es. Das ist jetzt die Gelegenheit für uns, jetzt nochmal anzugreifen und dann nicht zu hoffen, dass es gleich aufwacht. Deswegen machen wir nochmal Aquaknarre. Wenn es jetzt zu heftig wird, dann haben wir Pech gehabt. Passt. Ursaring schläft. Das passt auch. Und setzen nun noch einmal den Hyperball ein. So haben wir mit der Methode Ho-Oh gefangen. Jetzt funktioniert es gar nicht. Was soll denn das? Ursaring schläft weiter. Dann werden wir diesmal Superball wieder benutzen. Auch nicht.
Ja, Ursaring, lässt du dich überhaupt fangen? Und es macht Wiedererholung. Na. Dann machen wir mal Donner... Ah ne, Donnerwelle geht ja nicht, es schläft. Scheiße, es geht ja nur eine Statusänderung. Und wir mal Funkensprung. Das ist schon etwas besser. Jetzt müsste es eigentlich fangbar sein. Auch nicht! Was soll das denn werden? So, ich schmeiß noch einen Hyperball. Lässt es sich dann nicht fangen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann wird es umgebracht. Ja, also... Dann sind schon drei Versuche jeweils draufgegangen. Na, geht doch. Immer muss man mit dem letzten Mal drohen. Ein Ursaring gefangen. Ja, die Ursa, die Vorentwicklung haben wir nicht. Müssen wir uns irgendwann auch mal schnappen. Ein Schläfer. Ist 1,8 Meter groß, wiegt 125,8 Kilo. Obwohl es gut klettern kann, stößt es mit den Pranken gegen die Bäume und isst die Beeren vom Boden. Na, guck mal. Macht es sich sehr einfach. Und, das wird natürlich dann auch dann so sein. So, dann geben wir es keinen Spitznamen, wurde auf PC übertragen. Machen natürlich jetzt nun weiter. Georock haben wir auch nicht, aber ist ein zu hohes Risiko. Rihorn, guck mal! Aber überlebt auch kein, sagen wir mal, so. Eigentlich sind wir hier nur da, um, naja, aber soll's. Aber ich sehe, da müssen wir noch uns ein Item holen. Sehe ich gerade. Ich weiß nicht wohin. Ja, deswegen musste ich mal gucken. Und wieder ein Teddy Ursa, sag ich schon. Ein Ursa-Ring. Müsste ich einfach mal gucken, wo ich da hin muss, um dieses Item da zu kriegen. Kann nämlich kein Bug sein oder sowas. Ha, allein mit Onkel Bug. Haha. Ja. Das ist nämlich hier zu sehen. Seht ihr ja da? Ne? Da geht es ja nämlich auch wohin. Nur wo? Ah, ich schätze mal, ich weiß wo. Deswegen. Ist ein bisschen zu voreilig gewesen. Deswegen waren wir noch nicht komplett durch die Siegestraße durch. Ja. So. Da können wir jetzt noch hin. Ah, müssen wir nochmal das... Ah, scheiße. Das ist jetzt nicht gut. So, damit hätten wir jetzt auch noch das letzte Item für heute. Top Genesung, aber ich kann keine weiteren Items mehr tragen. Ist das bitter? Ja, wie eine Beere. So. Nehmen wir mal ein Top Elite. Nein. Gehen wir mal Lanton einfach die... Oh, guck mal! Level 53 Hydropumpe, selbstverständlich. Dafür machen wir die Donnerwelle weg. Na? Hammer. Und nochmal Level 54. Zumindest Lanton, mein stärkstes Pokémon. Somit hätten wir jetzt eigentlich Platz für das Top Genesung, selbstverständlich. Sehr schön. Und hätten damit alle... alle... Items hier aus dem Geheimdungeon, sage ich schon. Ja, aber was soll's. Oh, da ging Hydropumpe einmal daneben. Hydropumpe richtig in Aktion zu sehen, gibt's später. Ne? Aber jetzt gehen wir erstmal raus. Ja, weil es ist schon dunkel geworden. Und da ist das große Gebäude, das Indigo-Plateau, das ultimative Ziel aller Trainer, Hauptquartier der Pokémon Liga. Ja, so kann man das sehen. Hier ist das, hier ist alles drin. Der Laden, der PC,
das Pokémon Center. Und mit dem jungen Mann hier können wir zurück nach Johto. Ja, können wir wirklich machen. Hier oben ist dann ganz normal das Pokémon Center. Da haben wir hier die Pokémon Center Musik. Und jetzt, wenn wir dann natürlich wieder runtergehen, haben wir diese Musik hier. Deswegen ist es im Übrigen ein Abra, wenn man ihn anspricht. Ne, hier. Ah, du forderst also die Top 4 heraus. Bist du wirklich bereit? Wenn du mehr trainieren willst, kann dir mein Abra helfen. Es kann dich nach Hause teleportieren. Möchtest du jetzt nach Hause? Nein. Gut, alles Gute. So. Deswegen, wenn wir jetzt auch alles vorbereiten. Das Schönste dabei ist, wir werden Ho-Oh einfach mitnehmen. Aber ich könnte natürlich auch Ho-Oh einfach mal trainieren. Das wäre natürlich auch eine gute Sache. Deswegen nehme ich Ho-Oh auch mit. Da haben wir Ho-Oh, Level 40. 10 Level schwächer als meine anderen Pokémon. Aber dafür wird es gute Attacken lernen. Deswegen wird es ja auch dann neu ins Team kommen. Warum bin ich am PC weggegangen? Keine Ahnung warum. Jetzt machen wir nochmal PC an. Mal kurz gucken, was wir hier so haben. Ablegen tun wir unter anderem den Bandsticker, den brauchen wir nicht. Drachenzahn brauchen wir nicht. So, was brauchen wir sonst nicht? Den Mondstein brauchen wir nicht. Nugget können wir verkaufen, X-Spezial auch. Gute Sache. So, dann gehen wir jetzt erstmal und verbraten ein paar TMs, wie wir das natürlich auch so dolle machen wollen. Erstmal Erdbeben wird natürlich an Ho-Oh ausgelassen. Ho-Oh kann es, Ho-Oh versucht es jetzt auch und werde ich es auch beibringen. So einfach ist das. Gucken wir mal, was es denn sonst so kann auf Level 50, 40. Dann machen wir mal Bodyguard weg. So. So einfach ist das. Gelernt ist gelernt. Dann geben wir es noch Feuer-Odem. Dann machen wir dann auch noch. Bringen wir es auch noch bei. Wäre jetzt eigentlich logischer gewesen, die zwei Sonderbonbons eher jetzt Ho-Oh gleich zu geben, aber naja, was soll es jetzt auch noch bringen? Deswegen bringen wir es jetzt erstmal Attacken bei, wenn es wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen trainieren. Mal gucken. So, das war's dann eigentlich auch. Dann können wir jetzt eigentlich dann auch, nee, noch nicht. Ich würde mal so viel sagen, erstmal heilen und dann gehen wir nochmal kurz raus und leveln für die letzten Minuten ein bisschen Ho-Oh. Ich weiß gar nicht, ob das was bringen wird, aber ich schätze mal, es könnte was bringen, denn ich mache mal ein bisschen länger heute. So können wir das ungefähr dann auch mal sehen, dass es vielleicht sogar was Besseres sein könnte, als natürlich jetzt schon, wie schon gesagt, dass wir einfach nur, ja, wie schon gesagt, dann stumpf was machen. So, jetzt müssen wir kurz gucken. So. Pokémon geheilt. Musste ganz kurz, nur ganz kurz, ganz kurz. So. Wir gehen noch mal kurz zurück und leveln hier mit Ho-Oh. Ne, können wir dann natürlich machen und direkt sofort, ne. So, machen wir das jetzt mal erstmal im Schnelldurchlauf. Und man sieht deutlich, Ho-Oh ist schwach. Ne? Was sonst war eigentlich? Wir können das Georock fangen, wir können das Georock fangen und haben Georock gefangen. So schnell kann das gehen. Die Weiterentwicklung von Kleinstein, Georock ist 1 Meter groß und wiegt 105 Kilo. Es ist ihm völlig gleichgültig, wenn Stücke aus ihm herausbrechen, während es Berge hinabrollt. Naja, Glück gehabt. So, wir haben ein neues Pokémon dabei. Können aber natürlich auch noch hier weitermachen. So. Ein bisschen fies, ne? Dass geradewegs ein legendäres Pokémon stärker ist als, dann wieder ein Hypertrank. Ein bisschen leveln können wir es ja. So. So, gehen wir aber mal wieder raus. Heilen schnell. Wieder zurück. So, damit wenigstens Ho-Oh auf einem, sagen wir mal, würdigen Level ist, ne? Ja, ich darf nicht so schnell reagieren. So. Oh, guck mal. Ein Rihorn. Ist aber auch recht selten. Rihorn, habe ich jetzt nicht dran gedacht.
Das ist jetzt gefährlich. Aber wieder voll. Voll dabei. So. Golbat brennt. Der kriegt man jetzt hier nicht so schnell mit, ne? So. So, gehen wir wieder zurück, heilen wir wieder. Letztes Mal, was dann natürlich in die Pokémon-Liga geht. Ich werde mich natürlich auch darauf konzentrieren, mal ein bisschen dann auch Ho-Oh zu trainieren. Aber dann nach der Pokémon-Liga ist natürlich klar, ne? Hauptsache, dass es jetzt auf Level 45 ist. Also das heißt, sprich, sagen wir mal, ein bisschen unterm Level. Ja. Ja. So, Level 44. Oh, guck mal, Feuersturm. Direkt eine Hammerattacke. Oh, Genesung weg. Jetzt heißt es, warum Genesung wegmachen? Dafür kann es jetzt doppelt so oft angreifen. Das ist doppelt so oft. Weiß ich selbst nicht, aber naja. Und mal ganz kurz die Paralyse heilen. Ja, sonst. Oh, guck mal. Ah, scheiße. Es überlebt selbst nicht mal ein. Naja. Ne, ein Naja. Naja, ne? So. Komm, das schaffst du noch. Das schaffst du noch. Scheiße. Oh, guck mal. Jetzt aber, komm. Jawohl, Level 45, das wollte ich auch mit Ho-Oh schaffen. Deswegen 5 Level, dass es wenigstens 5 Level trainiert ist. Damit ich dann nach der Pokémon-Liga nicht sagen kann, ja, guck mal, und so weiter, ne? So kann man das auch sehen. So. Heilen wir dann mal. Dann stellen wir auch Ho-Oh wieder an der letzten Stelle. Ich weiß gar nicht, gegen wen mal, oder gegen Lorelei. Stimmt. Gegen Lorelei. Und werde ich wohl, glaube ich, mal jemand anderes nach vorne stellen. Bevor wir das aber machen, wenn wir was anderes machen, ich glaube, dann stelle ich mal Ampharos nach vorne. Ja. Ho-Oh, ja, schwer. Schwächstes Pokémon. Aber naja. So, jetzt gehen wir erstmal verkaufen. Gell? Und werden ein paar Sachen verkaufen, die wir nicht brauchen. Beispielsweise das Nugget hier für 5000. Sehe ich mal deutlich ordentlich, wie viel ich da habe, ne? So kann man das sehen. So, jetzt ein bisschen muss ich sortieren und ein bisschen Zahlen merken, was ja sonst eigentlich bei mir nie so richtig klappt. Und außerdem muss ich ja einen meiner Pokémon auch noch Dingens geben. So, Supertränke verkaufe ich jetzt nämlich auch alle. Ja, alle 24, die ich noch habe, für 8400. Denn es kommt auch noch Top-Trank dazu. Habe ich hier Top-Tränke? Guck mal, Top-Tränke habe ich hier auch. So, nee, das kann ich jetzt auch nicht einsetzen. Das weiß ich doch. So, Pokémon wollte ich nicht. Ich wollte Beutel. Zack. So. Ja, kommt man hier hin, ne? So. Kaufen wir jetzt 15 Stück dazu. Hier kaufen wir 8 dazu. Top Genesung, da haben 10. So, hier kaufen wir 5, ja, 4 dazu, muss auch reichen. Hyperheiler, kaufen wir 10 dazu. Und so schnell kann man Geld aus dem Fenster werfen, liebe Freunde. Ne? Jetzt müsste ich mal ganz kurz mal gucken, wie viel ich jetzt so eingekauft habe. 25 Hypertränke, 11 Top-Genesung nur. Ja, dann kaufe ich noch 5 Top-Genesung dazu, 4 Stück, damit es dann 15 sind. Also sieht ein bisschen so krumm aus. 4 Stück, 12.000. Das müsste passen. So schaut's aus. Ja. Ich setze doch Lanton nach vorne. Damit ich dann, weil ich will Ampharos nicht das Magnet wegnehmen. Deswegen setze ich mal Ampharos dann später ein. Deswegen kommt Lanton direkt sofort rein. Den ganzen anderen Rest haben wir auch. Den, also das sortiere ich auch mal ein bisschen. Top Elixier
kommt auch mal schön hier zum Top Aether und zum Elixier dazu. Also einmal nur. Auch ein bisschen bitter. Dafür haben wir noch Beere und alles Mögliche. Also kann das. Was will Imgard jetzt? Ja, mein Pokémon geht gut. Die werden gleich die Pokémon-Liga machen. Beziehungsweise nicht gleich, sondern später. Denn ja, es wird die Pokémon-Liga sein. So kann man das ungefähr sagen. In der nächsten Folge. Und somit bedeutet das natürlich auch, dass die nächste Folge die letzte Folge vom Stand Johto sein wird. Das heißt, dann in der übernächsten Folge geht es Richtung Kanto. Und ich werde mich darauf riesig freuen. Deswegen bis zur nächsten Folge hier bei Let's Play Pokémon.